Hi Leute, hier bei einem Räumen-Video. Genau, hier habe ich schon auch angefangen, weil ich eine verkackte Aufnahme gemacht habe. Ja, aber es war nur das Bett. Genau, hier sieht man, aber ich bin immer noch in der Messi-Wohnung, in meinem Messi-Zimmer. Ich bin nicht Messi, aber ich bin gerade eben zu faul gewesen aufzuräumen. Und deswegen gebe ich ein paar Tipps und Tricks, wie ich das immer mache. Also als erstes stelle ich mir den Wecker auf. Eine halbe Stunde eigentlich immer, aber das jetzt etwas mehr ist, stelle ich ihn mir mal auf eine Stunde, weil da hinten ist auch noch mein Kleiderschrank ausgekippt, genau. Und ich werde heute auch aussortieren. Also, zuerst nehme ich mir meinen Wecker hier und stelle ihn auf eine Stunde. Wir haben es jetzt kurz nach halb. Wie viel Uhr haben wir es? Ja, mein Wecker ist verstellt, kann das sein? Ja, um eine ganze Stunde. Genau. So, kurz nach halb vier. Heißt, ich stelle meinen Wecker auf. Kurz nach halb fünf. Ungefähr. Genau. Gestellt. Genau. Dann fangen wir an. Ich fange immer mit dem Bett an und mit dem Sofa. Ja. Und wir sehen uns wieder, wenn ich Bett gemacht habe. Genau. Also dann, ciao. Gut. Ja. Genau. Ganz wichtig ist, dass ihr alles hinterm Bett auch raustut, sonst sammeln sich da unerwünschte Gäste. Okay, dann sehen wir auch. Halt, ich habe hier mein Bett schon gemacht, einigermaßen. Ich habe es noch nicht ausgeschüttelt, deswegen. Und ich muss noch mal hier. Ich habe mir so einen Vorhang von Ikea. Halt, es war mal so ein Stoff. Der wurde mir zum Vorhang umgenäht. Und sie benutzt sich jetzt aber als Tagesdecke. Was mich halt stört, ist nur das hier oben. Ja, aber sehen wir uns gleich wieder. Ja, gut, jetzt sind wir hier wieder. Ich habe gerade mitbekommen, ich brauche beide Vorhänge, die ich mal gehabt habe. Also hier, es reicht nicht nur einer. Sonst hätte ich ja nur meine Decke verdeckt. Ja, und dann mache ich weiter immer mit. Gut. Ich mache immer weiter mit dem Sofa. Genau. Okay, dann sehen wir uns wieder, wenn ich mit dem Sofa fertig bin. Hier bin ich wieder. Genau, ich habe jetzt Sofa, hat etwas länger gedauert. Genau, ist eigentlich noch gar nicht fertig. Aber ich wollte euch einfach mal wieder vorbeischauen lassen hier. Hier, das ist so mein kleines Schlafding. Halt, da schlafe ich nicht wirklich, aber ich ruhe mich da am meisten aus. Dann habe ich da noch ein paar Kissen. Achso, wer wissen will, woher ich die Kissen habe? Ikea. Genau, das sind ganz billige. Ich weiß noch nicht, wie viel. Ich nehme hier das immer noch her, so. Gelbes Kissen zu meiner gelben Bettdecke. Genau. Habe ich gesehen. Ich habe da ganz viele normale Wäsche und Dreckwäsche. Dreckwäsche lege ich mir immer auf den Haufen. Genau. Und normale Wäsche lege ich mir immer auf die Lehne, damit ich sie später zusammenlegen kann. Genau. Aber machen wir jetzt mal weiter. Und ja, sorry, dass ich heute so viel nicht zeige, aber mein Handy, ihr wisst ja, es wird wahrscheinlich so oder so ein langes Video. Deswegen sehen wir uns später wieder. Hey Leute, hier bin ich wieder. Ich muss jetzt schnell machen. Ich mache nämlich aussortieren und Zimmer vor allem doch getrennt, weil sonst ich habe nur 9 Minuten 51, genau. Und ich bin schon bei 4 Minuten 30. Genau, mein Sofa ist fertig. Genau, dann mache ich schnell noch den Tisch. Hier sieht man, muss sehr dringend aufgeräumt werden. Genau, und ihr... Weiß ich nicht. Okay, bis später. Gut, Leute, ich habe den Tisch jetzt fertig gemacht. Und ich habe einen richtig wichtigen Tipp vergessen. Macht die flotte Musik an. Ich habe jetzt leider nur die Fußballer gefunden. Naja.
Naja, ja, ist nicht so, aber egal. Ja, habe ich ja nur geschenkt bekommen. Genau, dann hier. Ich habe meinen Tisch jetzt aufgeräumt. Hier, so sieht es aus. Genau. Gut. Dann. Ja. Mache ich hier wieder einen Cut. Ja, und wir sehen uns, wenn meine drei Fensterbretter aufgeräumt sind. Ich bin wieder da. Erstens mit besserer Musik, einem Eis und aufgeräumten Dingern. Obwohl. Nicht mit dem Boden. Boden mache ich als allerletztes. Sondern mit dem Tisch. Und schaut ihn euch genau an. So. Hans aufhören. Genau, manche haben mitbekommen, ich bin schon ziemlich weit. Jetzt mache ich noch den Boden und dann sehen wir uns wieder. Ja, also dann, bis später. Hi, ich bin so einigermaßen fertig, außer halt, warte, hier, das muss ich noch runtertragen. Okay, das ist auch noch mal den Schrank, aber den Schrank mache ich.